Hallo Simulationsfreunde, ich heiße Patrick und ich begrüße euch recht herzlich hier bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um versteckte erweiterte Grafikeinstellungen, die ihr so in den normalen Sim-Einstellungen nicht finden werdet. Also, wir starten ins Video, los geht's! Willkommen zurück! In dem heutigen Video zeige ich euch erweiterte Grafikeinstellungen, die ihr nur in der Konfigurationsdatei vom Microsoft Flight Simulator finden werdet. Alles, worüber wir in dem heutigen Video reden, verbessert nicht eure Performance, sondern wir gehen darauf ein, wie ihr ein besseres Bild im Simulator erhaltet. Daher noch ein kleiner Hinweis von mir: Alles, was ich euch heute zeige, sollte nicht eure Performance verschlechtern. Habt ihr irgendwelche Anmerkungen oder Fragen zu dem heutigen Video, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare und ich komme dann wie gehabt auf euch zurück. Hat euch das heutige Video gefallen und fandet es nützlich, dann stellt sicher, dass ihr ein Abo dagelassen habt, die Glocke aktiviert habt und ganz wichtig, einen Daumen in nördlicher Richtung dagelassen habt, denn dann weiß ich, dass es euch gefallen hat und mir hilft es für den Algorithmus. Okay, los geht's! Das erste, was wir tun müssen, ist den Ort zu finden, wo die Konfigurationsdatei vom Microsoft Flight Simulator liegt. Auch hier müssen wir leider unterscheiden zwischen Nutzern, die den Sim über Steam laufen haben, so wie ich, und Nutzern, die den Sim über CD laufen haben oder anderweitig gekauft haben. Für diejenigen, die nicht die Steam-Version haben, poste ich jetzt einen Link in die Videobeschreibung. Diesen könnt ihr nutzen, müsst allerdings nur euren Benutzernamen ändern im Link. Ich hoffe, das ist verständlich, ansonsten könnt ihr mir gerne schreiben. So, ich zeige euch jetzt den Weg für die Steam-Nutzer. Die anderen können jetzt den Link kopieren und oben im Explorer eingeben. Also ihr öffnet einmal das Fenster und gebt dann hier oben den Link ein, den ich in die Videobeschreibung gepackt habe. So, für die Steam-Nutzer. Wir müssen einmal auf C gehen, unser Hauptlaufwerk, dann einmal auf Benutzer, dann einmal auf euren Benutzernamen und dann einmal in App Data. Wenn wir hier angekommen sind, müssen wir einmal auf Roaming gehen und dann müssen wir hier den Microsoft Flight Simulator Ordner raussuchen. Der ist bei mir, befindet sich ziemlich mittig, hier, ja, da gehen wir auch einmal rein und dann müssen wir einmal ganz nach unten gehen. Habt ihr jetzt eure Konfigurationsdatei gefunden, dann wählen wir diese aus, klicken einmal drauf, mit Rechtsklick dann nochmal und dann öffnen wir das Ganze mit dem Editor. Ihr könnt auch Notepad benutzen, das ist völlig egal. Dann sollte sich eigentlich dieses Fenster hier öffnen, das ist bei mir auf dem zweiten Monitor aufgegangen, ich mache das mal ein bisschen größer für euch. So. Solltet ihr die Datei jetzt zum ersten Mal öffnen, sieht das ganz schön wild aus hier. Aber keine Sorge, wir gehen alles Schritt für Schritt durch. Und noch ein kleiner Hinweis am Rande, bitte ändert nichts anderes, außer die Dinge, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Als allererstes gehen wir runter und suchen Shadows. Ja? Also wir scrollen ein bisschen runter und gehen dann hier nach Shadows. Wenn ihr in euren Simulator geht, ist die höchste Stufe, die ihr dort einstellen könnt, 2048. Das ist dieser Wert, den ihr jetzt hier auch bei mir seht. Das entspricht 2K im Endeffekt. Was wir jetzt machen ist, wir ändern jetzt diese Zahl, indem wir diese markieren. Also wir markieren das Ganze einmal und dort setzen wir jetzt ein 4096, also 4096. Was wir damit jetzt bewirken ist, dass wir jetzt keine 2K-Schatten mehr haben, sondern jetzt 4K. Diese Einstellung sollte eure Performance nicht negativ beeinflussen, was ich euch aber trotzdem empfehle, testet die Einstellung erst und schaut eure FPS im Sim an. Solltet ihr einen negativen Einfluss erleben, dann könnt ihr die Einstellung ganz einfach wieder zurückstellen. Also, halten wir fest, wir haben jetzt die Schatten im Simulator von 2K auf 4K geändert, was die Immersion erheblich erhöht, wie ich finde, und die Schatten dadurch super realistisch aussehen lässt. Ich habe für euch hier mal ein Vergleichsbild erstellt. Links seht ihr die Standardschatten in 2K und rechts seht ihr die geänderten Schatten auf 4K. Was deutlich auffällt, ist, dass der Blur von den Schatten nicht mehr zu sehen ist, also dieses Verwaschene, und die Schatten viel, viel schärfer dargestellt werden. Hier einmal markiert für euch. Das nächste, wo wir mal einen Blick drauf werfen, ist, wenn wir weiter runter scrollen in den Post-Prozess-Bereich. Ich gehe mal gerade runter. Dieser befindet sich hier.
In diesem Bereich empfehle ich jetzt gleich eine Einstellung. Die anderen Settings in diesem Bereich, worauf ich auch noch eingehen werde, sind eher so Geschmackssache und könnt ihr nach eigenem Empfinden ändern. Aber nun gehen wir mal auf Filmgrain ein. Lasst mich erklären, was Filmgrain bedeutet, bevor wir hier eine Änderung vornehmen. Filmgrain hilft dabei, die Verpixelungen zu reduzieren, die auf Wolken und auch am Boden entstehen, je nachdem, in welcher Höhe ihr euch befindet im Simulator. So, jetzt habe ich gesagt, es hilft dabei, die Verpixelung zu reduzieren. Warum betone ich das so? Denn es werden dadurch nicht alle Verpixelungen komplett beseitigt. Aber es wird trotzdem die Klarheit des Bodens und der Wolken verbessert. Ja? Um eine Änderung hier vorzunehmen, müsst ihr einfach die Zahlen im Filmgrain ändern. 0 bedeutet, dass Filmgrain ausgeschaltet ist und 1 bedeutet, dass es eingeschaltet ist. Hier könnt ihr mit den Einstellungen etwas rumprobieren und mal testen, ob ihr große Änderungen feststellen könnt. Jetzt gehen wir auf die anderen Einstellungen drauf ein, die ihr nach eigenem Geschmack umstellen könnt, wenn ihr möchtet. Als erstes gehen wir hoch auf den Punkt Sharpen. Das ist dieser Punkt hier. Dieser Punkt ist dafür da, um die Schärfe im Simulator hoch oder runter zu stellen. Dieser Punkt ist wie gesagt Geschmackssache, aber wenn ihr in den Sim geht und ihr schaut euch um und die Gegend sieht etwas überschärft aus, sodass sie fast körnig aussieht, dann könnt ihr diese Option ausstellen. Standardmäßig wird hier eine 1 drin stehen bei euch. Das heißt, dass die Option eingeschaltet ist. Ich persönlich habe diese Einstellung lieber ausgestellt, daher steht jetzt hier bei mir eine 0. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr darüber denkt und wie das bei euch aussieht. Das nächste, was wir uns in diesem Bereich anschauen werden, ist Color Grading. Das ist der Punkt direkt dort drüber. Und auch das ist wiederum Geschmackssache, aber wenn ihr feststellt, dass eure Farben im Sim ein wenig übersättigt sind, dann entfernt hier die 1 und gibt eine 0 ein, damit es ausgeschaltet ist. Ich persönlich mag diese Übersättigung, daher steht bei mir eine 1 drin. Eine weitere Einstellung, die interessant ist, ist Finch. Das ist die hier unten. Und zwar kenne ich einige Leute, die Farbunterschiede hatten in einigen Texturen mit Rötungen und getrennten Texturen. Um das zu lösen, wurde die Finch-Option deaktiviert. Also jetzt ist sie aktiviert bei mir. Wenn ihr dieses Problem nicht habt, würde ich hier keine weiteren Einstellungen vornehmen und das einfach so lassen, wie es ist. Also ich habe keine Probleme, deswegen steht bei mir eine 1 drin. Wenn ihr alle eure Einstellungen gemacht habt, dann geht oben auf Datei und dann einfach auf Speichern. Danach könnt ihr die Datei schließen, euren Sim einschalten und mir in den Kommentaren berichten, wie eure Ergebnisse sind und welche Einstellungen ihr vorgenommen habt. Das war's auch schon mit dem heutigen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich um einen Daumen in nördliche Richtung freuen. Bis dann, auf Wiedersehen, ciao, euer Patrick.